Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. Eine ausgelassene, eine fröhliche, eine völkerverbindende, ökumenische Stimmung in der Kirchentagsstadt Köln. Vielen Dank. Und wir haben Glück, das Wetter spielt mit. Es sind gefühlte 90% Luftfeuchtigkeit heute hier in Köln. Es ist so heiß, die Wasserwerfer in Mecklenburg-Vorpommern spritzen jetzt Sonnenmilch. Habe ich gar nicht gesehen. Wirklich. In Bremen war es so heiß. Heute haben Miroslav Klose und Thorsten Frings einen Cup of Love gemeinsam gelöffelt. 30 Kugeln für 70 Euro und Frings hat gezahlt. War das ein Tor von Klose gestern? Ich habe es genau gesehen. Es war Miro, oder? Ja, oder haben Sie das Spiel nicht gesehen? Doch. Dann, es gibt Neues vom G8-Gipfel. Ein wichtiges Rennen des America's Cup ist dort ausgetragen worden auf der Ostseeküste. Es wurden 3 Schlauchboote gesichtet. Ich darf das jetzt richtig stellen. 2 waren GSG 9, eines war Chiara Ohofen beim Rückenschwimmen. Dann, und das ist doch fantastisch. Wir sind hier in dieser Show auch immer der Ort für Ausgleich, für Deeskalation. Wir haben uns nie beteiligt an billiger Aufspielen Ossi gegen Wessi. Eine tolle Meldung, die unsere Freunde im östlichen Teil unserer Heimat betrifft. Ostdeutsche verbrauchen wesentlich weniger Trinkwasser als Deutsche. Das ist fantastisch. Ja? Ja. Denn... Ja. Ein Grund natürlich, wer kein Auto hat, muss nicht waschen. Und das habe ich selber bei meiner Ex-Verlobten gesehen, aus Görlitz. Die hat sich morgens nie geduscht, sie hat sich abgestaubt. Dann, wer von Ihnen ist Rolling Stones Fan? Ja. Wusste ich's doch. Die Stones tun sich ein bisschen, ich würde nicht sagen schwer, aber der Kartenverkauf könnte etwas flüssiger gehen. Also es gibt noch Karten für die Rolling Stones. Der Ticketverkauf etwas schleppend. Man hat jetzt auf das Plakat den Stempel draufgegeben, The Rolling Stones, bekannt aus Funk und Fernsehen. Und was ich gehört habe, es gibt für jeden, der eine Karte kauft, auch ein Paket Bohnenkaffee und eine Dauerwurst. Natalie Likar, ja, die Showman. Gestern hatten wir hier musikalisch schon Gäste vom Kirchentag, das großartige Ensemble Ohrenblickmal, den Posaunenchor. Und ich war gestern Mittag auf der Probe, denn es fand gestern Abend etwas Sensationelles statt, und zwar das sogenannte Abendglühen. Der Komponist Markus Stockhausen hat extra für diesen Kirchentag ein Werk komponiert, bei dem 4 Posaunenchöre auf die beiden Rheinseiten verteilt waren und er selber stand auf dem Lufthansa-Hochhaus hier in Köln. 10 Freiflüge. 10 Freiflüge, ein Jahr weltweit in der ersten Klasse und die Maschine startet, wenn ich anrufe. Ja? Dafür sage ich Lufthansa-Hochhaus. Ich hätte auch gesagt auf der Air Berlin-Garage oder so, aber es gibt's ja nicht hier. Also stand er auf dem Lufthansa-Hochhaus hier in Köln. Und ich war mittags schon an der großen Treppe, wenn Sie hier Köln kennen, die von der Philharmonie runtergeht zum Rhein, wo 150 Blechbläser dieses Werk für den Abend einstudiert haben. Das ist jetzt aber so ein klassischer Satz, wie man es kennt. Ja? Die, da, die, ba, die, die,
was ich nicht ganz kapiere, wer dirigiert wen. Weil hier der Herr dirigiert das Orchester. Hier unten sitzt aber eine junge Dame, von der ich nicht weiß, ob sie den Dirigenten dirigiert oder den Solotrompeter. In der Musik, was ich nicht kenne, die Dirigiersouffleuse. Dass der Dirigent unsicher ist, meiner Meinung nach. Bitte ist nicht laufen. Schon wieder. Das heißt, einige eilige, weil wir schon verabredet sind, aber der spielen schneller. Also, ja. Er guckt aber nicht auf sie, noch nie gesehen. Immer die vollen Viertel halten. Das ist es, die vollen Viertel. Viertel sind schwarz mit einem Hälschen dran. Und wenn ein kleines Fähnchen oben dran ist, ist eine Achtel. Halb so lang, aber doppelt so intensiv. Eins, zwei, drei, vier, da, da, da. Ja, und. Achtung, jetzt kommen wir zum Finale. Ganz solider Handkantenschlag. Das Gegenteil von nicht laufen heißt natürlich nicht schleppen in den ruhigeren Passagen. Ja? Das sage ich auch immer, wenn ich große, große Orchester dirigiere, wie die Berliner Philharmoniker. Ihr seid traurig, wo der Komponist nur melancholisch wollte. Deswegen pumpt man ja. Hier, zeig ihn. Er gesteht heute Nachmittag, 17.30 Uhr, T-Mobile Presseraum. Sie auch. Und dieses Konzert Abendglühen, ja, auf dem sich sozusagen die Posaunenchöre über den Rhein hinweg die Themen zugespielt haben, hat der Westdeutsche Rundfunk gestern Abend übertragen. Ist doch toll. Fast. Fast. Man hat gefühlte 10 Stunden Vorberichtung gemacht, ja, wo dann gefragt wurde, ich frage mal gerade, wie ist die Stimmung? Und wie ist die Stimmung? Ja, gut, wie es immer so ist bei solchen Kirchentagen. Und als das Konzert ging, wurde die Übertragung abgebrochen. Und dafür kam... Dafür kam ein gefühlt 70 Jahre alter Beitrag wiederholt über eine Frau, die, man glaubt es kaum, für Sherman Winks Jobs vermitteln sollte. Beim Einchecken von Sherman Winks. Wahnsinn. Ja, was mich natürlich als Lufthansa-Kunden... Obwohl... Ich fliege auch häufig Sherman Wings. Na klar. Muss ich wahr. Je nachdem, wo man hin ist oder fliegt man natürlich auch Sherman Wings für 2 Euro. Die haben ja tolle Destinations, ne? Die Destinations sind der Hammer und es ist sportbillig. 2 Euro und dann 4.000 Euro Steuern, genau, und Bearbeitungsgebühr. Und schon ist man da. Ja. So, dann war es so, dass ich sage, also dieses Konzert war absolut fantastisch und ich war tagsüber noch unterwegs. Und da ist Folgendes passiert. Das ist aus der Werkstatt, aber ich kann es mal erzählen. Der Beitrag, den Sie jetzt sehen, war nicht sendefähig, als ich ihn abgeliefert habe. Katastrophal. Daraufhin ging unser Kollege KMH, der Datenschutz verbietet mir, den vollen Namen zu nennen. Ja. Er ist Lufthansa-Erbe, lassen Sie mich das sagen. Arbeitet aber zur Tarnung beim WDR in den Schneideraum. Er hat unter anderem auch Gangs of New York und Zeit der Zärtlichkeit geschnitten und dafür einen Oscar erhalten. Hat diesen Film neu geschnitten. Dass dieser Film jetzt, ich riskiere die Behauptung, das Beste ist, was es seit Erfindung des Starkstroms im WDR, der dann abblendet, wenn Konzerte übertragen werden und vorher hässliche Menschen können sich nicht artikulieren, live bringt. Dass dieser Film... Dass dieser Film ein solcher Erfolg ist, und das gestehe ich in aller Offenheit, verdanken wir ihm und dafür... Oh. Tölke! Film ab, bitte!
Harald auf dem Kirchentag. Und, was macht ihr hier? Helfen. Helfen. Ah, ihr seid Helfer. Ja. Ich helfe. Ja, auf jeden Fall. Ich helfe, ja. Ich meine, in welche Richtung ist diese Hilfe? Wir haben in einer Halle, Quatsch, in einer Kirche, da müssen wir Ordnungsdienst machen. Mhm. Und da kommt ein Guru und da sind viele Meditationssachen. Ja. Das höre ich gerne. Was ist ein evangelischer Guru? Ja, ich weiß nicht genau. Ja, wie heißt der? Was macht er denn? Meditation. Meditation, ja, als Guru. Ja. Das ist auch bestimmt so ein indischer Hungerkünstler, der heimlich Bentley fährt oder was? Und hier die Witwen abgreift, oder? Wisst ihr das nicht? Habt ihr schon mal meditiert? Gerechnet. Nee. Ja, da müsst ihr aufpassen. Ja, aber das sind oft, also gerade diese Gurus sind oft wirklich, sie wollen nur, ich sage es offen, weil ich bin Grete, ja, sie wollen Sex. Versteht ihr? Aber seid bitte vorsichtig. Und falls was passiert, nehmt sie groß, damit wir schon mal die Fotos haben, falls die Kollegen von RTL das brauchen. Okay. Ja. Sind Sie vom Kirchentag? Ja, Helfer. Ja. Helfer, was heißt Helfer? Ich stelle die Fragen, Helfer. Ganz wichtig. Was heißt Helfer? Helfer sein heißt Schals verkaufen. Aber ich habe eine kleine Frage. Wo kommen Sie her? Kassel. Was sind Sie? Katholisch oder evangelisch? Ich bin konfessionslos, Heide. Und trotzdem hier auf dem Kirchentag? Ja. Egal, Hauptsache Party. Nicht nur Party, aber viel. Aber du wirkst eigentlich richtig Depri, oder? Oder nicht? Oder nur K.O.? Ein bisschen Drogenmangel und alles. Drogen. Das heißt, ihr nehmt Drogen? Nein. Nein, aber du? Das war nur so ein locker Spruch, oder? Wie sieht's aus mit Frauen? Ja, nehmen wir. Wie nehmen wir? Sind Sie Erzieherin? Ja. Ja. Und wie ist so der Zustand bei den Kindern? Ja, gut, wir sind ja dran, ne? Das heißt, Sie arbeiten auch mit den Kindern oder geben Sie denen heimlich so Schlafmittel in Tee, damit die ruhig... Wenn man mal hochbrauchen, nein, natürlich nicht. Sind Sie auch Erzieherin? Meine Kollegin ist kamerascheu. Kamerascheu, so wirkt sie auch. Ja. Sie wirkt richtig introvertiert. War nicht mal vorbereitet. Aber wen könnten Sie meinen, Harald? Darf ich ein Bild machen von Ihnen? Gerne, aber zügig. Ich habe zu tun. Ja, aber nicht mit dem Hund. Nein. Ich mag jetzt wirklich keine Hunde. Das bringe ich nicht mal fürs Fernsehen fertig, mich als Hundeliebhaber da. Was ist denn das für einer? Tierliebhaber? Nein, da habe ich viel Geld mit einer Nummer verdient, wie ich Hunde hasse. Was ist das denn für einer? Ich sage Ihnen das gleich, nur Ballerbild erledigen. Als Fernsehprofi müsste ich jetzt so süß und so weiter. Ich bringe es nicht übers Herz, auch nicht auf den Kirchentag. Nur mach doch schon. Mach doch. Der Öffnungsgottesdienst ist hier vor dem Dom. Ja. Aber natürlich nicht im Dom drin, nein. Sondern draußen, Open Air. Fühlt man sich da ein bisschen herabgesetzt, wenn man im Freien machen muss, während wir Katholiken da drinnen skachen lassen? Nö, auf keinen Fall. Seid ihr evangelisch? Nee, ich bin katholisch. Ich bin auch katholisch. Ihr seid katholisch. Hält ihr jetzt dauernd den Hund hier rein? Ja. Aber eigentlich sinnvoller wäre, wenn der Hund Sie halten würde. Geht das auch? Ja, das läuft unter Kölner Original. Sympathisch. Ja. Also, sage ich jetzt, die Kamera läuft. Ja. Jetzt könnten wir eigentlich mal kurz so demonstrieren, wie man Nachrichten auch machen kann, wenn man Veranstaltungen negativ darstellen will. Ja? Erschreckend, dass hier auf der Hauptveranstaltung des Evangelischen Kirchentages kaum Interesse vorhanden ist. Das ist hier die Hauptveranstaltung und Sie sehen vereinzelte Leute, die aber im Grunde schauen, wann die nächste S-Bahn nach Leverkusen fährt. Und damit zurück zu euch ins Studio. Das war besser. Fiel mir jetzt erst auf, das habe ich gar nicht gesehen, dieses süße Zöpfchen, hast du es gesehen, was ich mir für einen Kirchentag habe wachsen lassen, hier hinten, so leicht weg, das habe ich jetzt erst gesehen. Du Schelm, ja, wieso, du warst doch gerade beim Friseur, oder nicht? Nein, das war irgendwie so verstrubelt, wobei es war schon sehr, sehr gut gemacht. Könnt ihr mir vorstellen, dass das bald bedeutet, Zusammenarbeit mit den großen europäischen Theatern, meine Damen und Herren, eines der Theatergenies der Neuzeit, kann man sagen. Einer der Großen seit Aristophanes, oder wie dieser Grieche hieß, feiert heute seinen 70. Geburtstag die Theaterdirektorenlegende Klaus Peymann. Herzlichen Glückwunsch. Oh! Klaus!
Aus diesem Anlass lesen wir den legendären Briefwechsel zwischen Gerd Voss, dem berühmten Schauspieler, einem der größten Schauspieler seiner Generation, der Klaus Peymann vor 30 Jahren in Stuttgart kennengelernt hat und alles gespielt hat. Richard den Dritten, die Titelrolle in der Hermannschlacht von Kleist, Othello und Jedermann und Shylock im Kaufmann von Venedig und, und. Und jetzt sind die beiden offenbar künstlerisch, wie das häufig ist bei diesen Künstlernaturen, die ja permanent sich veräußern oder entäußern. Veräußern ist ja im Sinn von verkaufen, nicht? Genau. Ja, entäußern. Und dieser Briefwechsel, der vermutlich bald den Briefwechsel von Ben an Oelze ablösen wird, in unseren Volkshochschulen, jetzt für Sie gelesen. Es beginnt mit dem Brief von Gerd Voss an Klaus Peymann. Muss erst noch, bei Lesung wird immer noch Wasser genommen und ich spüre, wie der Salzstängel kratzt, den ich Ranga Yogeshwar weggegessen habe. Du brauchst noch Leselicht, oder? Ja, unbedingt. Ich denke, es ist so hell hier. Ja. Kann ich mal Leselicht haben? Danke. Im Studio macht es gar keinen Unterschied, oder? Ja. Aber zu Hause wirkt es sehr dämonisch. Brief von Gerd Voss an Klaus Peymann. Sie haben kürzlich in ein Interview in der Berliner Zeitung gegeben, das mir erst heute, 1. Juni, per Post zugeschickt wurde, bezugnehmend darauf, dass Sie ein mittelmäßiger Regisseur geworden sind, ist nicht Ihre Schuld. Schließlich frisst der Intendantenjob die meisten auf, vor allem die Maulhelden. Dass Sie Lügen über mich in der Berliner Zeitung verbreiten, verzeihe ich Ihnen nicht und das wird ein juristisches Nachspiel haben. Wie können Sie sich unterstehen, obwohl Sie die Fakten genau kennen, zu behaupten, ich hätte eine Mordspension am Burgtheater, obwohl Sie wissen, dass ich keine Burgtheaterpension bekomme, auf Ihr Betreiben hin, weil ich nach Berlin ans BE gegangen bin, zu Peter Zadek im Jahr 1996. Sie aber beziehen eine Burgtheaterpension, eine deutsche Rente und eine Intendantengage von über 200.000 Euro, mit der Sie in einem Interview geprahlt haben, dass Sie der teuerste Intendant in Berlin sind. Ich habe eine deutsche Rente von 800 Euro und eine österreichische Rente von 1.300 Euro und bin gezwungen, lebenslang zu arbeiten. Dieses schäbige Verhalten von Ihnen entspricht Ihrer schriftlichen Bitte an mich, freiwillig zu kündigen nach einem medizinischen Eingriff an meinem Herzen, weil eine Vorstellung ausfallen musste. Gerd Voss, 1. Juni 2007. Klaus Peymann antwortet, lieber Gerd Voss, vielen Dank für deinen Brief zu meinem 70. Geburtstag, über den ich mich irgendwie auch gefreut habe. Beweist er doch, dass du deine große Leidenschaft fürs Theater noch nicht verloren hast. Immer schon hörten deine großen Bühnenfiguren nicht am Bühnentürl auf. Sie hatten dich immer mit Haut und Haaren besetzt und in deinem Herzen unablässig weitergearbeitet. So lebte auch der in seinem Wahnsinn tobende Lier und sein Zorn auf die ganze Familie in dir weiter und bescherte mir diesen Gruß. So fällt es mir auch leicht, deine Beschuldigungen und Beschimpfungen zu verzeihen. Außerdem weiß ich ja, wie gerne du Lier am Berliner Ensemble spielen wolltest. Es ist noch nicht so lange her, dass du mir dieses Stück mit dir vorgeschlagen hast. Heute freue ich mich sehr, dass du mit Luc Bondy und deinen Kollegen eine offenbar schöne und erfolgreiche Aufführung am Burgtheater herausgebracht hast. Gratulation, Klaus. PS, ich höre mit Verblüffung, dass du gar keine Mordspension am Burgtheater bekommst. Übrigens, wie viele deiner Kollegen, die damals mit mir nach Wien gekommen sind. Das bedauere ich aufrichtig, denn du hättest sie wirklich verdient. Wir machen Werbung. Wir haben mit Erstaunen vernommen, dass immer mehr Frauen Ostdeutschland verlassen, um ihr auch Lebensglück im Westen zu suchen. Und wir können die Aktion der Bundesregierung nur unterstützen, Frauen davon abzuhalten, sich sinnlos in den Westen zu werfen. Die Nerven der Männer in Ostdeutschland liegen blank. Hausputz und eheliche Pflichten bleiben unerledigt. Immer mehr Frauen flüchten aus dem Osten. Dagegen hilft die Aktion Refossi, Rückkehr der Frauen zum Ossi. Aufbauminister Wolfgang Tiefensee lässt Sachsen, Thüringen und Meckpomm frauenfreundlicher gestalten. Trendfarben für Innenstädte. Zweimal im Jahr werden urbane Hotspots von Tine Wittler neu gestaltet.
Easy Parking. Alle Parklücken haben XXL-Format und besitzen einen interaktiven Modus. Männerschnäppchen. Eine gut sortierte Singlesbörse findet jede Woche hinter dem Bahnhof statt. Aufbauminister Wolfgang Tiefensee präsentiert die Aktion Ray Fossi. Rückkehr der Frauen zum Ossi. Passend dazu gibt es auch den jetzt mit Fördermitteln, ja? Stay. Den Schuh für die Frauen zwischen Dresden und Rostock. Stay. Einfach hier unten das Doppelklebeband abmachen, drauf und schon bleibt man, wo man sich wohlfühlt. Meine Damen und Herren, mein heutiger Gast ist der Wissenschaftsguru des deutschen Fernsehens schlechthin. Ich wundere mich, warum er noch nicht für den Nobelpreis zumindest nominiert wurde. Herzlich willkommen, Ranga Yogeshwar. Wir haben uns noch gar nicht gesehen vor der Sendung. Gut durchgekommen, trotz Kirchentag. Ja, es gibt ja nicht nur Kirchentag. Wir hatten bei uns von Leichnam-Prozession. Ich wohne auf dem Dorf. Richtig. Ja. Das ganze Dorf war geschmückt und es wurde prozessiert. Sehr interessant, bei den Traditionen, meine Kleinste hat Kommunion gemacht und alle Kinder mussten Alben tragen. Alben? 35 Grad Alben tragen. Ja, also nicht jetzt im Sinne von Fotoalben, sondern was sind Alben? Sind Kutten, die ein bisschen klar machen, dass jeder Mensch gleich ist. Sonst gibt es diesen Krieg der Kommunionskleider. Also überdeckt man das. Das wusste ich nicht. Das sind Alben? Das nennt man Alben. Singular die Albe. Die Albe. Aha. Die Alben. Ach so, die Alben. Die Alben. Und Kommunion gibt es immer nur im Plurial. Ja, ja. Ach klar, das wusste ich nicht. Aber eigentlich ist eine schöne Idee, ähnlich wie die Schuluniform. Das ist, dass man sagt, es geht weg von diesem Markenfetischismus und alle haben dasselbe an. Ja, aber drunter sieht man dann oder ahnt man dann doch die Unterschiede. So ist das. Ach so, man kann ja auch die Alben heimlich in Paris schneidern lassen oder so. Ja? Nein, nein, die werden vorgegeben. Ach so, die werden vorgegeben. Werden die auch von Generation zu Generation vererbt? Wenn man sie ansieht schon, also das ist immer dieser doch etwas grob gewebte Stoff. Ja. Also Kirchen haben so eine gewisse Textur, Stoff, auch Möbel. Es gibt so immer diese etwas schwereren Holzmöbel. Das Stimmt. ist so ein Design, ja. das sehr zeitlos ist. So, jetzt haben wir theologisch im Grunde einen Exkurs, nennt man das wohl in der Wissenschaft, gemacht. Ja. ja? Aber jetzt geht es zur Sendung, gemeinsam mit Frank Elstner, Die wunderbare Welt der Wissenschaft. Die große Show der Naturwunder. Die große Show der Naturwunder. Und ich habe das letztes Mal gesehen, als dieser Taucher, jetzt mal ganz ehrlich, das war kein Betrug. Der Taucher hat gefühlt 9, 10 Stunden, aber es waren 10 Minuten oder was, die Luft angehalten? 8 Minuten die Luft angehalten. Ja. ja. Das ist sehr also Tom Cetas, so hieß er, ist ein Apnoe-Taucher. Das sind also die Menschen, die in der Lage sind, einmal tief Luft zu holen, dann abzutauchen und eben 8 Minuten 38 unter Wasser zu bleiben. Soll das nochmal wiederholt werden? Dieses Experiment? Oder? Das wird noch einmal gemacht jetzt in der nächsten Sendung. Ja. Aber und da habe ich den Versuch gemacht, im Gegensatz zu Tom Cetas, habe ich nur einen kleinen Trick angewendet, den die Natur macht. Robben tauchen zum Teil über eine Stunde. Aber wie können die das? Weil sie Sauerstoff speichern, zum Beispiel im Gewebe. Oder Wale tun das auch. Und ich mache das, indem ich einen Atemzug reinen Sauerstoff nehme, wo ich abtauche. Wie schmeckt das oder wie fühlt sich das an, reiner Sauerstoff? Sauerstoff ist relativ geschmackslos. Ja. Und also etwa ein Fünftel unserer Luft, die wir im Moment atmen, hat auch Sauerstoff. Sie schmeckt also nicht unbedingt irgendwie spezifisch. Aber das Schöne ist, ich bleibe auch lange unten, länger als Tom Cetas. Mehr sage ich nicht. Wirklich? Das ist schon getestet? Das ist schon getestet. Wir haben Vortests gemacht. Also für mich sehr spannend. Es ist das längste Mal, wo ich seit der Geburt nicht geatmet habe. Das hat auch was. Kein Schlafapnoe? Nein. Also sind ja viele unserer Zuschauer, die bis zu einer halben Stunde nicht mehr atmen im Schlaf. Ja, ja daher habe ich recht. Wieder aufwachen jetzt. Gefährliches Thema, oder? Ja, es gibt Leute, so die schnarchen. Die schnarchen und tatsächlich... Und die muss man dann stoßen. Ja, die muss man dann wieder Schock wecken, damit es... Wäre das auch mal ein Thema für die Wissenschaftssendung? Schlafen. Ich meine Schlafapnoe, Schlaflabor. Und so. Ja, wir haben ein Experiment gemacht, das wenn wir im Herbst zeigen, da ging es um Schlafentzug. Es ist auch sehr schön. Also, das ist aber die Hölle, oder? Schlafentzug, ich habe selber gemacht, es ist die Wirklich? Hölle. Wirklich? Wie lange? Über 50 Stunden. Ach.
über 50 Stunden und es kommt so irgendwann das Gefühl, dass man so denkt, alle Organe fallen auseinander, ja. Man ist so eben hier und eben nirgendwo. Aber das Spannende dabei ist, man kommt irgendwann in einen Zustand, der entspricht so etwa 1,1 Promille Alkohol. Das habe ich auch schon mal gesehen, als Sie sozusagen getrunken haben nach dem Motto, wie viel kann ich trinken und glaube, ich bin noch immer nüchtern. Da waren Sie aber sehr lustig. Ja, also ich meine, Sie sehen es sonst auch, aber das war irgendwie so, ach guck mal, unser Rand, ja, das kennt man ihn gar nicht. Ja? Nein, das war, ja, aber das war ein Experiment, was so lief, dass wirklich insgesamt eine Dosis von gut 2 Flaschen Rotwein, ja, systematisch getrunken wurden. Das heißt, es ist anders. Also wenn wir beide jetzt da säßen und wir würden uns einen feuchten Abend machen, ja, dann ist das vielleicht witzig. Aber hier ist es. Das ist komisch, das ist ein komisches Publikum. Also, Kirchentag. Okay. Okay, ich glaube ja. Also bei den Katholiken wäre das jetzt anders, der Lacher. Ne? Und erst bei den Juden. Interessant, nicht? Ho, 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 ho. Ich habe nur eine dritte große Religion genannt, da heißt es. Ho, 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 ho. Ja. Warte mal, bis die Hindus kommen, die lachen noch anders. Ja, wie viel gibt es denn davon eigentlich? Das hat man gar mehr. Mehr, ja. Mehr. Die sind ganz viele, oder? Ja, 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 ja. Obwohl es, okay, gibt selbst in Indien mehr Katholiken als hier in Nordrhein-Westfalen. Wirklich? Ja. Nein. Ja, doch. Es gibt es in Indien mehr Katholiken? In Indien gibt es mehr Katholiken als hier in Nordrhein-Westfalen. Ja, das sollte zu denken geben. Aber gut, ich wollte nochmal auf den mit Rotwein. Wein, ja? Ja, genau. Und da ging es darum, dass man systematisch, und zwar jede halbe Stunde so ein Viertel. Und das ist irgendwann unerträglich, weil zwischendurch immer Messungen und dann wieder. Ja, ja. Aber es ist sehr spannend gewesen, die Botschaft dahinter, so witzig sie war, die Botschaft ist, nach 2 Gläsern Rotwein haben viele den Eindruck, ich kann immer noch Auto fahren. Aber wenn man die Tests macht, merkt, ich hatte auch den Eindruck, aber die Tests zeigen, lass es. Also die ganzen Reaktionszeiten gehen dramatisch zurück. Was ist das für eine Kommission, bei der Sie da sind? Das ist von der Bundesregierung angekurbelt, die Nachhaltigkeitskommission? Oh ja, ja, ja. Oh, ist es sowas wie Bono regional oder? Ja, der. Weil Sie sagen, ho, ho, ho. Ja, das nennt sich Nachhaltigkeitsrat. Die konstituierende Sitzung ist nächsten Dienstag. Also das geht direkt in Verbindung mit Angela Merkel. Aha. Und ist eigentlich eine Chance. Also der Hintergrund ist, wie können wir letztlich auch Politik so beeinflussen, dass auf Dauer, ich sag mal, auch dieser Planet vielleicht so ist, dass unsere Kinder auch was davon haben. Also viele Themen auch beim G8-Gipfel haben ja ganz direkt damit zu tun, wie verändern wir unseren Lebensstil? Wie können wir zum Beispiel auch das Klima so verändern, dass es langfristig noch eine Chance hat für uns Menschen? Und insofern ist das schon spannend. Also, im Dienst der Wissenschaft, der Menschheit, des Globus und die Sendung, wie heißt es, Quarks? Quarks, ja. Gibt es ja auch noch im WDR. Die gibt es auch noch. Ich habe kein Buch, ich habe keine CD. Aber dafür. Aber zwei Sendungen. Kommt man sich da nicht ins Gehege oder wie? Oder, nein. Begreift denn Frank Elstner auch, was da wissenschaftlich abgeht? Oder? Nein, ja. Er ist doch Moderator, ja, ist ja kein, ja, Wissenschaftler. Nein, er ist, was ich sagen muss, ist, ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen. Er ist sehr sympathisch und, das sage ich nicht nur so, ich meine das auch. Ja, das ist im Fernsehen, wird immer irgendwas behauptet und, ja, dann geht man hinter die Kulissen und die zoffen sich. Bei uns ist das nicht so. Aber das Spannende ist, er ist sehr interessiert auch an diesen Inhalten. Ich erinnere nur daran, er hat mal eine tolle Sendung gemacht, die Stillen Stars, über Nobelpreisträger. Richtig, richtig. Und hat sich da auch sehr gut vorbereitet. Ja. Also er kann das. Und er hat ja beim Versuch, Sauerstoff zu verbessern, Wetten, das erfunden in seinem Labor. Ja. Das wissen viele gar nicht. Ja, ja. Er wollte eigentlich Wetten, dass ich eine neue Sendung mit wenig Sauerstoff, ja, und produziere. Und dann plötzlich so ein kleines Männchen, das war Gott. Der kommt später, ja. Das Helferlein. Wann ist die nächste Sendung von Welt der Wunder, Welt des Wissens? Welt der Wunder? Die ist nächste Woche Donnerstag. Oh, vor unserer nächsten Sendung? Ja, ja. Und nächste Woche Dienstag gibt es Quarks, wo im WDR Fernsehen. Ja, wo ich ein bisschen Werbung mache, aber unbedingt. Wir haben einen tollen Versuch gemacht. Wir haben den Versuch gemacht, bei Rock am Ring, ja, zu gucken, können 50.000 Fans, wenn sie gleichzeitig hüpfen, ein Erdbeben auslösen? Aber wir wollen natürlich jetzt nicht das Ergebnis verraten, oder? Natürlich. Aber die Frage ist natürlich schon spannend. Kann, ja, man grübeln bis Dienstag? Man kann grübeln, am Dienstag gibt es die Antwort. Und Donnerstag mit Frank Elstner, 20:15 Uhr, Welt der Wunder.
Des Wissens. Die große Show der Naturwunder. Die große Show. Ich weiß, wenn man so... Achso, Welt der Wunder ist Carsten Schwank im ZDF. Ich weiß, wenn man so zwischen Privatsender und öffentlichem Rechtlichem hin und her schwankt, bringt man das durcheinander. Ja, aber also, muss ich sagen, die sehe ich auch gerne. Carsten, das ist diese Sendung mit Carsten Schwank. Natürlich, ja. Das ist sehr interessant, der macht das auch sehr gut. Finde ich auch. Das ist Welt der Wunder. Und die Sendung heißt Welt... Die große Show der Naturwunder. Ja, die große Show der Naturwunder. Aber ich sage immer, das ist diese interessante Sendung mit Frank und Ranga. So sag ich zu Hause. Im Ersten, ja. Ruhe, ich will jetzt das sehen. Ja, ah, jetzt haben Sie eine Bombe. Mal gucken, was passiert. Ja, ja, das ist aber Quarks. Okay, also wie auch immer, geforscht, Forschung muss sein auf allen Kanälen. Dankeschön und schöne Grüße an Frank Elstner und viel Erfolg. Ja, klar. Ja? Dankeschön, meine Damen und Herren, schönes Wochenende. Jetzt folgt hier Polylux mit Dieter von Hardenberg. Und wir sehen uns wieder im Anschluss an die große Wissenschaftsshow... Der Naturwunder. Der Naturwunder. Nächsten Donnerstag, 22.45 Uhr, hier bei uns im Ersten. Tschüss, bis dann. Dankeschön. Tschüss.